Läuft's alles? So, hallo erstmal, vielen Dank für das Interesse. Heute wollen wir ein bisschen über Erweiterungsentwicklung sprechen. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet und legen wir gleich los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich habe mir ein paar Punkte überlegt, die wir so angehen sollen. Also wollen die Vorstellung meinerseits, dann die Joomla API, dann die Entwicklungsumgebung, was ich da empfehle, den Workflow. Da wollte ich ein bisschen mehr erzählen, aber ich habe die nur auf eine Folie jetzt alles zusammengequetscht. Da will ich ein bisschen was Generelles sagen. Dann Optimierungspotenziale, was ich so mit der Zeit gelernt habe und was ich auch empfehlen würde, auch anzugehen. Und das Feedback, den Punkt, ich glaube, der letzte Punkt ist einer der wichtigsten, den ihr mitnehmen sollt. Weil die oberen Sachen könnt ihr auch im Internet nachlesen, die ganzen Informationen und so. Aber der Punkt unten, was mich auch weitergebracht hat und in meiner persönlichen Entwicklung die mir viel gebracht hat, ist der letzte Punkt. Also sind generelle, allgemeine Tipps von mir, die natürlich nicht zu jedem passen. Also ihr müsst auch euren eigenen Weg finden, wie ihr die Entwicklung, also wie ihr euch weiterentwickelt, wie ihr vorangeht. Aber so allgemeine Tipps möchte ich geben. Das sind eher so subjektive und keine Best Standards oder Best Practices. Kurz zu mir, also ich bin seit 2005, habe ich schon mit Joomla angefangen, mit der ersten Version. Da gab es noch Mambo und ich bin, das war gerade der Prozess, wo das geforkt wurde. Und da habe ich auch direkt den Einstieg gefunden. Und da war ich auch sehr aktiv in der Community, habe viel gemacht, viele Erweiterungen auch angefangen zu modifizieren und solche Sachen, auch eigene Projektseiten erstellt. Dann bin ich so immer mehr und mehr so ins Bug-Squash-Team gerutscht, so immer öfters Sachen gefixt und geguckt, wie es funktioniert. Damals vom Joomla-Code. Und dann jetzt mit GitHub und so. Und da habe ich angefangen, auch ein bisschen mehr zum Core, zu contributen und ein paar Sachen halt hinzuzufügen. Das macht mir auch sehr viel Spaß und ist halt mein Ding. Dann habe ich ein privates Joomla-Projekt. Der eine oder andere wird es wohl kennen, vielleicht KubiKubik, Joomla Extensions. Da bin ich. Ha? Schon mal gehört? Wer hat es schon mal gehört? Ah, ein paar. Okay, genau. Also da bin ich auch sehr aktiv, mache auch viele Sachen und stellt sie auch kostenlos zur Verfügung. Ich habe da zwei Spendenmodellen dahinter eingebaut und so, um das ein bisschen irgendwie so zu finanzieren und so, aber ansonsten ist die Funktionalität 100% gegeben. Also die kann man komplett kostenlos runterladen, nutzen. Und ja. Und seit diesem Jahr bin ich bei 1&1 eingestellt als Joomla-Spezialist. Und nebenbei mache ich noch meine freiberufliche Web-Tätigkeit. Habe ich nicht aufgegeben, mache ich immer noch Auftragsarbeiten und so Sachen. Und bei 1&1 bin ich halt für 1&1 weltweit als Joomla-Experte und wir versuchen das Nutzererlebnis unserer Kunden zu verbessern, Joomla-spezifisch. Also ich helfe ein bisschen mit, unsere Plattform zu optimieren, zu spezialisieren auf Joomla, für Joomla. Da steigen wir gleich ein ins Thema, also Erweiterungstypen kennen. Wenn man Erweiterungen schreibt für Joomla, sollte man sich mit den Erweiterungstypen auskennen. Die Unterschiede kennen, was man wo braucht, wenn man bestimmte Anforderungen hat, mit welchem Erweiterungstyp man abdecken kann. Ich meine, wahrscheinlich sind euch die Begriffe alle bekannt, das sind geläufig, muss ich da nicht viel erzählen. Das war nur so zum Einstieg. Das Framework, ganz wichtig, codet so nah wie möglich am Framework, benutzt die Klassen, die gegeben sind. Es erleichtert sehr vieles, nimmt viel Arbeit ab. Wichtig ist, immer nach MVC-Muster programmieren. Das heißt, guckt euch an, was das ist, wie das funktioniert. Wir haben Model View Controller, wie die miteinander kommunizieren, was man beachten muss. Das ist sehr wichtig. Das ist auch später natürlich wichtig für die Wartbarkeit, für die Erweiterbarkeit und so weiter. Auch für andere Benutzer, also für andere Entwickler, die vielleicht das Projekt übernehmen, ist sehr wichtig, haltet euch an die Regeln. Die CMS-API, dafür gibt es auch eine Website und die ganzen Strukturen, die Klassen und so, die liegen in einem Libraries-Ordner. Habt ihr sicher schon gesehen, da gibt es CMS, Joomla, Legacy, FOF. Darauf gehe ich nochmal gesondert ein. Also das Framework beachten. Und jetzt habe ich ein paar wichtige Klassen zusammengefasst, über die man immer wieder stolpert und die man auch besitzen sollte oder verwenden sollte. Da wird JFactory sehr wichtige Klasse, das ist nach dem Factory-Muster, dass man immer nur eine Instanz eines Objekts nutzt und darüber halt die verschiedene Objekte, zum Beispiel ein User-Objekt, ein Document-Objekt holen kann oder ein Datenbank-Objekt, wie auch immer.
Und dann hat man ja bestimmte Klassen, auf die man auch zugreifen soll, zum Beispiel G-Database, dann baut man die Kommunikation zur Datenbank auf und darüber kann man Informationen in der Datenbank austauschen, die Daten holen und Daten schreiben in der Datenbank. J-Input ist auch wichtig, wie hieß es früher? Get-Request? J-Request, jetzt heißt es J-Input. Die verarbeitet halt alle Requests, die vom Browser an den Server geschickt werden und natürlich dann zurück wieder vom Server zum Client. Dann JDocument, da ist das die ganze Dokumentverarbeitung, da kann man sich zum Beispiel das Dokument laden und verschiedene Bereiche vom Dokument modifizieren, zum Beispiel den Head-Bereich, welche JavaScript-Dateien geladen wurden, CSS-Dateien, die kann man manipulieren on the fly und quasi auch modifizieren und ausgeben. Und wichtige Klassen sind zum Beispiel hier noch aufgeführt, JHTTP für die HTTP, für den REST, damit kann man die REST-API benutzen, also RESTful. Curl-Abfragen, solche Sachen. Und JRoot, JTAGS ist zum Beispiel, um die Sprach-Wildcards zu übersetzen, quasi in die jeweilige Sprache. Das wird dann automatisch gemacht. Dann nutzt man JTAGS und dann die Wildcard und dann wird das automatisch in die jeweilige Sprache übersetzt. Also wichtig, also die muss man können, beherrschen, lernen und probieren und gucken, wie die funktionieren. Am besten reingucken in den Code. Der Punkt ist momentan sehr stark, sehr wichtig. Der Peter Martin, wo bist du? Peter Martin. When is your session for? After lunch. Okay, also in der nächsten Session wird Peter Martin euch das Ding näher bringen. Super Sache. Ich persönlich bin noch nicht wirklich fit damit, aber ich habe jetzt auf der FOSCON, ich erkläre vielleicht kurz, was das überhaupt ist, Framework on Framework, stellt die am häufigsten benutzten Sachen, wie zum Beispiel Datenbankanbindung, Listen auslesen, Listen bearbeiten, über eine API zur Verfügung, worüber man sehr viel Code spart. Man muss zum Beispiel für verschiedene Views, verschiedene Models und Controllers, braucht man nur ganz wenige Zeilen Code, um diese Listen quasi darzustellen. Man gibt halt nur die Parameter und die an und diese werden halt daraus wird auch über das Framework halt quasi die ganzen Listen erstellt. Also ich hab das noch nicht selber intensiv benutzt, aber der David hat mir auf der FOSCON hat er mir ein Projekt gezeigt und er hat genau dasselbe, also das Projekt hat ungefähr 80% des Codes gespart, was man, wenn man normalerweise über die normale Funktionalitäten, die man nutzt, die Komponenten schreiben würde. Also da spart man sich wirklich sehr, sehr viel Code. Also das sind wirklich paar Zeilen Code, wo ich zum Beispiel, wenn ich eine normale Erweiterung schreibe, 100 Code-Zeilen oder so schreibe. Also das ist super, eine gute Sache, also wer sich da einarbeitet, das ist jetzt auch in den Core geflossen, bei uns heißt es jetzt Rapid Application Development und vom Nikolas, vom Entwickler von Akiba, also er versteht sein Handwerk, ist eine gute Sache. Aber es gibt noch eine Unterscheidung, wir haben jetzt FOF, F0F und FOF, weil die Entwicklung in Joomla konnte dann nicht folgen, was der Nikolas halt mit seinem Framework machen möchte und deshalb hat das jetzt gesplittet und die Änderungen, die in F0F reinfließen, kommen irgendwann später dann in FOF. Also ihr könnt euch auch zum Beispiel F0F könnt ihr benutzen, dann müsst ihr das aber in eure Erweiterung hinzufügen. Also das müsst ihr dann mal beilegen, dass es auch mit installiert wird. Oder ihr konzentriert euch auf OF. Ja. Sozusagen, ja. Das hat der Entwickler von Akiba. Genau, der ist beigesteuert, ja. Zwei Jahre war ich schon mal. Ist eins, aber es ist nicht offiziell im Core drin. Ist ja nicht drin. Ist ja nicht im Core. Ja, genau, das Gefeaturete, was wirklich auch im Core mitgeliefert wird. Das heißt, wenn man installiert. Ja, genau. Wenn man Joomla installiert, ist FOF schon dabei in der 3.3 irgendwas. Genau, das heißt, man kann die Erweiterung schon, die man jetzt programmiert, kann man sich wirklich auf FOF auch nutzen. Und weil das schon implementiert ist. Oder man nutzt F0F, aber dann muss man diese Library mitliefern. Das heißt, in der eigenen Installationspaket mitgeben. Und darüber kann euch dann der Peter ein bisschen mehr erzählen. Das ist kurz zusammengefasst. Auf jeden Fall kann man damit sehr viele gute Sachen machen. Aber ich bin nicht so der Ansprechpartner. Da macht der Peter ein bisschen was für euch. Bei der Entwicklungsumgebung, ganz wichtig natürlich, wenn man entwickelt, muss man eine schöne, saubere Entwicklungsumgebung aufsetzen. Ich schreibe und mache sehr viel mit Windows. Also ich bin eher so der Windows-User. Und deshalb, vielleicht konzentriere ich mich zu sehr hier auf Windows-Sachen, aber ihr müsst selber gucken, wie ihr dann in eurem Betriebssystem da zurechtkommt. Also wichtig, also lokaler Webserver ist A und O, also für mich, also ich entwickle nur lokal, würde ich auch nur empfehlen. PHP und Xebug nutze ich zum Debuggen.
Da ist zum Beispiel, wenn man EasyPHP installiert, dann ist es schon automatisch aktiviert. Man kann es natürlich auch mit WAMP oder XAMPP machen. Da muss man meistens muss man noch die PHP-INI noch anpassen ein bisschen. Aber also EasyPHP finde ich relativ gut und da kann man zum Beispiel auch die PHP-Version on the fly ändern. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Anforderung und eine bestimmte PHP-Version testen möchte, dann kann man die Pakete runterladen, installieren und dann kann man die switchen und einfach durchtesten. Bei XAMPP ist es schwieriger, bei WAMP ist es auch möglich, dass man die Pakete untereinander austauscht, Apache-Server oder wie auch immer. Kann man untereinander. Texteditor empfehle ich auch, einen normalen zu nutzen, einen normalen, also keine integrierte Entwicklerumgebung, sondern einen normalen, wenn man zum Beispiel schnell was anpassen möchte, einen CSS-Datei oder sowas, dann würde ich Node.js++ nutze ich da immer. Und bei der integrierten Entwicklungsumgebung, dazu gibt es noch zwei extra Folien zu dem Texteditor und lokalen Self-Server. PHP Storm und NetBeans. Also ich habe früher sehr lange und sehr viel NetBeans benutzt. Fand ich super. Also finde ich immer noch sehr gut. Würde ich auch weiterempfehlen. Ist kostenlos. Aber ich bin jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren auf PHP Storm umgestiegen und das ist irgendwie noch besser. Also für das, was ich mache, ist es super. Also es ist wirklich optimiert. Und ja, es passt. Und da sind auch viele Sachen drin, die man so von nativ nutzen kann. Zum Beispiel Fink oder CodeSniffer. Das ist wirklich für PHP-Entwicklung gemacht. NetBeans ist ja so ein Allrounder, der alle möglichen Sprachen unterstützt. Und also ich empfehle euch wirklich, wenn ihr ernsthaft programmieren wollt, PHP Storm. Es gibt eine 30-Tage-Version und es gibt auch eine Open-Source-Lizenz. Die ist dann komplett kostenlos. Die nutze ich zum Beispiel auch für meine privaten, für diese Sachen, Open-Source-Sachen. Also müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Beim Webbrowser, okay, das ist jetzt meine Vorliebe, aber jeder kann nutzen, was er will. Firefox und Firebug und FTP-Programm, was weiß ich, SSH oder wie auch immer. Da gibt es auch auf der offiziellen Website eine Dokumentation, sind auch ein paar Beispiele, zum Beispiel ist auch Eclipse wird empfohlen und wie auch immer. Da könnt ihr das mal anschauen. Ihr müsst aber nicht abschreiben, das stelle ich nachher online. Nochmal zum lokalen Webserver. Also ich entwickle stets lokal, also immer lokal, also niemals irgendwie auf dem Server oder wie auch immer. Empfehle ich jedem. Also man hat auch, da fehlt zum Beispiel die Datenübertragung, du musst nicht mit dem Server verbinden, das heißt, jede Änderung wird sofort übernommen. Und was für mich auch ganz cool, also dass ich lokal halt sehr viele Sachen feintunen kann. Also ich kann selber einstellen, welche PHP-Variablen gesetzt werden oder welche Memory Limits, so wie auch immer. Also das geht dann viel, viel einfacher und sehr intuitiv und schneller. Ein Tipp, Versionsverwaltung würde ich auch empfehlen, habe ich viel lange nicht gemacht. Würde ich euch aber empfehlen, ans Herz legen, dass ihr zum Beispiel Git aufsetzt oder GitHub oder GitLab nutzt und um da überhaupt einfach eine richtig saubere History zu haben, damit ihr auch unten zurückgehen könnt und wie auch immer. Also das ist auch ein guter, wichtiger Punkt, aber da muss man erstmal reinkommen, da muss man natürlich erstmal... Muss man nicht. Richtig, man kann sogar lokal, genau, da hat man wenigstens da die. Oder man nutzt natürlich die History der Entwicklungsumgebung, aber da hat man natürlich nur die in der Session gespeicherte History. Das heißt, man kann nicht zu jedem beliebigen Punkt zurückgehen im Projekt. Also wenn man zum Beispiel 3 Tage zurückgehen möchte, ist es sehr einfach mit sowas. Oder ihr könnt auch SVN nutzen oder wie auch immer. Also geht. Ja. Ja. Ja, genau, richtig. Wenn also da gut angekommen, es kommt drauf an, was genau entwickelst du? Webseiten? Oder das ein Portal, also dass es schon lauffähig ist, oder willst du nur die Daten zur Verfügung stellen, also Dateien zur Verfügung stellen? Oder der Kunde soll sich gleich einloggen und das Ganze sehen? Also entwickle alles lokal, wenn alles fertig ist, dann pushe ich das hoch einfach. Also müsste ich nochmal, hier muss ich separat, ja, richtig. Perfekt. Richtig, also Fink. Das geht von Git, dann musst du aber, musst du gehen. Wenn du Git deployst, ja, musst du auf dem Server praktisch das patchen.
und das dann holen. Ne? Das heißt, du musst auch irgendwas auf den Server anstoßen, der sagt, das ist jetzt nur. Richtig. Ja. Datenbank. Ja, klar, aber du brauchst jeden Tag, du musst es anstoßen. Den Task muss man natürlich dann selber schreiben im Fink. Also. Aber. Oder meinst du Versionierung der Datenbank? Nee, jetzt nur das Video. Achso, ja, das geht dann auch mit dem Task. Genau, und dann, was sehr wichtig, also die Debug natürlich ist einfach auch lokale Serverumgebung, Xdebug oder wie auch immer, in der IDE kann man Haltepunkte setzen, durchlaufen, gucken, was gesetzt ist, was nicht. Es erleichtert sehr, sehr viel. Früher hat man ja mit Wardump oder mit Echo oder Printer oder wie auch immer die Ausgaben auf dem Server gemacht oder wie auch immer. Sehr cool, sehr wichtig auch zu lernen. Eigentlich habe ich erst mit Xdebug so richtig verstanden, wie Joomla überhaupt funktioniert, wie die Abläufe überhaupt sind. Wenn man da reingeht und wirklich guckt, in wie verschachtelt das Ganze ist, das ist Wahnsinn. Und das sollte man verstehen. Also da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und wirklich gucken, wie überhaupt, welche Aufrufe erfolgen, warum die erfolgen. Und da lernt man wirklich viel. Also mit einem guten Debugger kann man viel lernen. Und natürlich dann das Projekt in der IDE anlegen. Das ist, glaube ich, sehr gut im Lokal. Und da hat man zum Beispiel die Autoverfolgung der Software. Und da kann man zum Beispiel direkt auf die Klassen zugreifen. Da hat man die Fehlerausgabe oder wie auch immer. Da kann man ja sehr viel machen. Da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Ja, da habe ich nochmal eine extra Folie gemacht. Guten Edito verwenden, Encoding beachten, UTF-8, das gab es ja früher, UTF ohne BOM mit BOM und so, da gab es ja viele Probleme. Auszeichnungssprache, das heißt, guter Edito sollte keine Auszeichnungssprachen setzen, also wie Word oder wie auch immer, das ist ja ein gängiges Problem, was wir haben. Und da nochmal den Notepad. Und die integrierte Entwicklungsumgebung, das ist ein Must-Have, also wenn man wirklich gut werden möchte, dann muss man eine benutzen, muss man eine lernen, ohne geht es nicht. Also wenn, okay, vielleicht gibt es auch Cracks, die ohne arbeiten, aber also ist wirklich ein Must-Have, das erleichtert sehr viel, nimmt viel Arbeit ab, viele Sachen funktionieren automatisch, die Anbindungen, wie auch immer, FTP-Zugriffe und alles Mögliche. Und da hat man halt die Vorteile und da habe ich ja schon PHP Storm empfohlen. Wenn ihr es probieren wollt, könnt ihr natürlich auch NetBeans probieren, aber ich würde auch empfehlen, diese 30-Tage-Version mal runterzuladen, einfach mal installieren, gucken, testen. Wer Interesse hat, ich kann ihm später ein paar Sachen zeigen, wie man zum Beispiel sehr einfach ein Joomla-Projekt einbindet und wie man zum Beispiel auch die Laufzeit-Einstellungen macht. Können wir noch im Nachhinein, wer Interesse hat, kann ich das zeigen, aber habe ich nicht vorbereitet. Aber es ist wirklich, man muss es einmal nur gelernt haben. Und das ist eine Sache von 5 Minuten, hat man ein neues, schönes, sauberes Projekt aufgesetzt und dann kann man loslegen. Ganz einfach. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar günstiger, glaube ich, so Single-Lizenz kostet gerade $40, weißt du das denn? Ja. Ja. 40, auf jeden Fall nicht, haben sie es geändert? Ich glaube, das wird günstiger, ja. Ich glaube nur, wenn du als Company. Ja, klar. Richtig, da ist es teurer, aber ich glaube, für Single-Lizenz ist es ziemlich günstig geworden. Also es ist wirklich, Wahnsinn, super gutes Tool. Ich habe doch vor 2 Jahren habe ich mich noch aufgeregt, warum alle PHP Storm empfehlen und ich voll der NetBeans-User. Und jetzt 2 Jahre später stehe ich da und so kann es gehen. Ja, selber schuld. Achso, ich bin schon drüber. Das ist der Workflow. Also da habe ich mir voll viele Ideen überlegt, aber im Grunde, ich weiß nicht, ob ich dazu wirklich viel sagen soll. Also das sind ja so Standard allgemeine Sachen eines Prozesses. Also man muss halt bedenken, dass man die Entwicklung selber an sich ist, also in meinem Fall, ich schreibe sehr schnell Code, aber das Drumherum, das frisst bei mir die meiste Zeit. Hier Dokumentation aufsetzen, Projektseite auf Englisch, Deutsch, die Sprachdateien, Social-Kanäle befüllen, Forum-Einträge machen, wie auch immer. Also das frisst viel, viel mehr Zeit als die eigentliche Entwicklung. Also wenn man was Kleineres macht, wenn man so ein Plugin oder so schreibt oder so. Für größere Komponenten, da brauchen wir es nicht. Zum Beispiel bei mir ist eine Erweiterung, die habe ich seit einem Monat lang fertig, vielleicht gibt es ja ein paar Beta-Tester von der Erweiterung. Und ich bringe sie einfach nicht für die öffentliche Version, weil mir fehlt einfach nur noch die englische Projektseite. Die Übersetzung von der deutschen ins englische. Seit einem Monat arbeite ich dran. Also so schlecht ist mein Englisch nicht, aber ich komme einfach nicht dazu. Aber obwohl, der Code ist schon längst fertig, also jeder könnte ihn schon einsetzen. Aber genau, also bei der Idee wollte ich dazu sagen, viele Ideen entstehen spontan oder durch irgendwelche Anfragen vor und einfach mal gucken, was cool ist, was den Ablauf oder die Nutzung von Joomla erleichtert. Zum Beispiel für mich war sehr cool, was ich auch für mich geschrieben habe, aber dann auch veröffentlicht habe, ist der Backend Language Switcher. Im Grunde macht er nichts anderes, wie wenn man sich einloggt, dann Extensions Language geht und die Sprache ändert.
Und ich habe so ein kleines Administrationsmodul geschrieben, was die Sprache quasi in der Session, nur in der Session ändert, on the fly. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Erweiterung schreibe, dann in den Einstellungen bin und die englische Sprachdatei geladen worden ist, und dann kann ich direkt mit einem Klick auf Deutsch switchen und dann sehe ich die deutsche quasi Ausgabe. Das heißt, ich erleichtere mir beim Programmieren, erleichtere ich mir viele Klicks, wo ich dann unnötig die Sprachen ändern müsste. Das sind so Kleinigkeiten, die ich für mich schreibe, aber auch zur Verfügung stelle, wer sie braucht. Also sowas finde ich praktisch. Also schaut es euch mal an, Backend Language Switcher. Solche Sachen. Ja. Teilprozesse optimieren. Das heißt, Texte besser, schön sauber aufstellen, vielleicht Strukturen schaffen, damit man in Zukunft für weitere Entwicklungen schneller vorangeht oder Update-Prozesse, wie auch immer. Oder ja, Changelogs besser schreiben. Vielleicht auch ein paar Sachen automatisieren. Dass man vielleicht. Wollte ich ja sagen, man kann auch viele Sachen automatisieren, damit zum Beispiel die Sachen schon, die Hälfte abgenommen wird oder wie auch immer. Bei mir ist es noch nicht so optimiert, deshalb war es für mich eher nennenswert hier. Optimierungspotenziale habe ich, ist das Ding genannt. Es geht nicht nur um Einstellungen, sondern allgemein, was ich so für wichtig halte, was man vielleicht beachten sollte, wenn man Erweiterung schreibt. Natürlich die aktuellste Version, gucken, dass man halt wirklich aktuell ist und auch damit programmiert, damit man halt keinen deprecated Code nutzt oder wie auch immer, deprecated Klassen. Ich lade zum Beispiel keine Beispieldateien, also ich nehme nur eine Vanilla-Installation, eine saubere Installation. Joomla-Debugger habe ich jetzt dazu gesetzt, obwohl ich ihn ehrlich gesagt nicht so viel nutze. Ich gucke nur ab und zu mal drauf, ob ich irgendwie zu viel Speicherzugriff habe oder mehr Datenbankzugriff oder wie auch immer, welche Speicherverbrauch ich habe. Wenn ich eine größere Schleife habe oder sowas, gucke ich schon mal drauf, aber ist nicht so wichtig. Zum Beispiel, und was ich auch mache, also ich aktiviere nicht mal suchmaschinenoptimierte URLs, weil oft, wenn man eine Erweiterung schreibt, Frontend-Erweiterung, dann will man ja auch gucken, welche Parameter und so da übergeben werden. Bei optimierten URLs sieht man das nicht. Da sollte man das deaktivieren, dann sieht man nach die ganzen GET-Parametern, das hilft schon einem. Da kann man reingucken, okay, der Controller wird aufgerufen, die Aufgabe, der Task. Und bei der Entwicklungsumgebung, da setze ich natürlich, also PHP-Stufe auf Maximum, ganz wichtig natürlich. Also viele kennen das ja, diese Strict Standards oder wie auch immer. Erweiterungen, wenn man die mal installiert und die schmeißen da einen Haufen Fehler, wenn man die PHP-Stufe hochsetzt, Fehlerstufe. Also bei der Entwicklung setze ich die Limits hoch, habe ich jetzt da drauf geschrieben, damit ich halt schneller Sachen machen kann. Auch zum Beispiel, wenn ich riesen Dumps habe, dass ich die auch in die Datenbank reinhauen kann. Aber natürlich sollte man dann gucken, dass es auch mit normalen Konfigurationen so im Shared-Hosting-Bereich auch läuft, was man da schreibt. Debugger aktiviere ich, ja, EasyPHP macht das automatisch, aber bei manchen Serverumgebungen muss man es nochmal manuell nachmachen. Und für jede Erweiterung oder jedes Projekt habe ich eine eigene Joomla-Instanz, dass es halt nicht in die Quere kommt. Also wenn man ist, am Anfang habe ich es nicht so gemacht, da habe ich irgendwie 4, 5 Sachen drauf. Aber irgendwie, manchmal über, keine Ahnung, die Trigger oder Plugin-Trigger oder so, dann kommen mehrere Sachen raus. Also am besten immer saubere Website aufsetzen, saubere Installation. Pro Projekt immer nur eine schöne Joomla-Instanz, dann passt das auch. Ja. Mhm. Ah, okay, machst du es sowieso? Super. Die weiß ja, der Kunde, den ich nicht brauche, der Kunde braucht ich auch nicht. Dann schalte ich alles aus und dann mache ich eine ganz schmale, richtig. Immer meine Basis, die ich dann hinterher immer wieder als Basis gegen den Leuten. Genau, also gut, dass du es ansprichst. Also ich habe mir sowas auch schon, also ich habe verschiedene Sachen, die ich mir zurechtgelegt habe. Ich habe auch sowas Ähnliches gebaut, aber noch nicht wirklich so optimiert, dass ich zum Beispiel alle möglichen Komponenten aussah. Das wäre vielleicht für die Entwicklung auch gar nicht mehr so schlecht, dass man wirklich sich was vorbereitet und dann einfach diesen Dump immer wieder mit. Auch eine gute Sache. Ja. Aber generell ist ein guter Punkt, dass man auch, wenn man zum Beispiel Kundenseiten hat, dass man wirklich auch alles deaktiviert, aber auch löscht. Also am besten deinstallieren. Also nicht nur deaktivieren und lassen, löschen. Shit. Noch ein Problem. Noch ein Problem, weil die sind noch ein bisschen verzahnt. Deshalb, wir arbeiten jetzt fest daran, dass wir auch wirklich den Code ein bisschen schlanker machen. Ja, das ist nur wegen der Verzahnung, sondern wenn ich jetzt die Tablets rausschmeiße, dann ich glaube, Fehler bei der Programmatik. Bei was? Okay, dann mache ich den Fehler. Ja, das kann passieren. Ja. Richtig. Und das kann die Kommunikation sein, die zeigen auch relativ weit die Sachen drauf. Mhm. Also die Erweiterung. Genau, also nicht die Beispieldaten. Okay.
Ja, guter Punkt. Da müssen wir vielleicht auch dran arbeiten, dass man wirklich auch die Core, so viel wie möglich Core-Sachen deinstallieren kann, rausschmeißen kann, die auch keinen Fehler dann bringen beim Update. Das ist gut. Da müssen wir dran arbeiten. Und wie gesagt, wir arbeiten ja schon in der nächsten Version, habt ihr auch gehört, dass wir Komponenten rausnehmen. Jetzt mit Weblinks hat sich da hingezogen. Wir wollten eigentlich die 3.4er schon letzten Monat veröffentlichen. Wir haben auch niemanden gefunden, der sich mit dem Weblinks-Thema auseinandersetzt. Also ich hab schon zugesagt, dass ich, also mit David Hurley habe ich gesprochen, dass ich das mache, aber war ein bisschen stressig. Aber vielleicht jetzt nach dem Joomla Day setzen wir uns hin und dass wir die 3.4er voranbringen. So, guter Punkt, was ich auch nicht so in letzter Zeit, nicht so früher nicht so beachtet habe, also die Core-Features nutzen. Also wir haben schon gegeben Sachen, zum Beispiel Kategorien. Wenn man Kategorien der Komponente braucht, dann kann man auch die Comp-Categories nutzen. Ist wirklich einfach, sind nur ein paar Aufrufe und dann kann man schon saubere Kategorien erstellen, also Kategoriesystem einbinden. ACL natürlich ganz wichtig und auch nicht nur für die Anzeige von, was weiß ich, von eigenen Items, irgendwelche Einträge, sondern auch vielleicht irgendwelche Prozesse. Man kann ja die individuell in der Komponente erweitern, die ACL, die abfragen, welche Rechte und für welche Aktionen. Und diese Aktion kann man zum Beispiel auch sehr feingranular setzen, auch zum Beispiel, dass eine bestimmte Usergruppe nur zum Beispiel einen Prozess starten kann, der andere kann irgendwie die Einträge modifizieren. Also das sollte man auf jeden Fall beachten und auch wirklich einsetzen, weil das ist ganz cool und das macht es auch sehr ein Anwenderfreundlich und flexibel auch. Also man kann auch wirklich viel mehr Anforderungen abdecken, wenn man schon was gute Sachen hat eingebaut hat. Update-Server, das ist bei mir auch kleines Manko. Wir haben ja die Funktionalität, dass man XML-Datei auf dem Server legt, wenn man ein Update fährt oder macht, dass man das aktualisiert und dann wird es in jedem, wer sich einloggt in Joomla, wird es abgerufen und dann sieht man, oh, es gibt eine neue Version. Und da klickt man drauf und dann installiert man das. Super, super Sache. Serverseitig kann man das mit Akiba Release System ganz gut machen, also für Entwickler ganz interessant. Das heißt, das ist eigentlich so wie ein Download, aber halt mit Verwaltung und er stellt automatisch diese XML-Datei. Und man muss eigentlich nichts machen, man aktualisiert seine Erweiterung und die XML-Datei wird automatisch angepasst und man muss eigentlich nichts mehr machen. Man stellt sie online und dann ist es fertig. Coole Sache, ich habe das auch schon im Vorlauf bei mir schon drin, wenn ich die Seite mal aktualisiere. Aber momentan nutze ich das noch nicht, aber würde ich auch jedem empfehlen. Also ich bin jetzt zur Erkenntnis gekommen, dass das wirklich sehr gut ist. Und momentan habe ich noch ein eigenes Update-Verfahren bei mir implementiert, das ist damals das noch nicht so richtig gab oder nicht richtig funktionierte, aber ich muss jetzt langsam davon wegkommen und auch das offizielle nutzen. Trigger-Events sind ganz cool, also Plugins sind super Sache. Mit Plugins habe ich auch richtig gelernt, wie das alles funktioniert. Lernt Plugins, wie die aufgebaut sind, was sie machen. Das ist sehr, also super, damit ist man richtig flexibel, kann man richtig gute Sachen machen. Sehr gerne. Ja. Was zum Beispiel? Am besten gibt man eine Liste, das ist ja sehr einfach einzubauen. Das heißt, du es ein bisschen lenken kannst. Okay. Ja, zum Beispiel, on before redirect. Ja. But on after würde ja keinen Sinn machen. Fuck. Ja, aber wenn du, ja, komm da fahren, wo du dann unterbrichst. Ja, ja, das ist super. Also die Ideen, wir können ja danach noch ein bisschen quatschen. Ja, das ist super. Und das ist im Grunde ist es wirklich sehr einfach. Also Triggernutzung, ich habe jetzt leider keine Folie vorbereitet. In der eigenen Komponente meine ich, kann man mit 3 Zeilen kann man Trigger anstoßen. Also man kann, das ist wirklich banal, sehr einfach und das ist sehr mächtig. Also man kann wirklich fast alles machen. Man kann immer überall eingreifen. Das ist klasse. Also guckt euch das an, wenn ihr Erweiterung schreibt, dann guckt, also benutzt auch eigene Plugins und dann könnt ihr das flexibel erweitern. Das ist super Sache. Zum Beispiel Editoren, alles sind ja Plugins im Grunde. Also bei mir kann man wirklich viel sehr, sehr gut sagen. Dokumentation schreiben, na gut, das brauche ich nicht zu erklären. Unit-Tests und Selenium-Tests, das mache ich zum Beispiel auch noch nicht wirklich viel, da habe ich auch noch nicht so Ahnung, das ist so meine nächsten Ziele, die ich jetzt angehen muss, weil auch fürs Core-Programmieren haben wir ja auch Unit-Tests und die müssen wir auch entsprechend auch anpassen, wenn man größere Änderungen macht.
Und cool, kann ich ja noch erwähnen jetzt. Wir haben jetzt bald einen Sprint, einen Unit-Test-Sprint. Das machen wir dann auch bei 1 und 1. Da kommen auch ein paar PLT-Leute zusammen. Und da wollen wir halt die Unit-Tests, da kommt auch der Entwickler von PHP Unit. Den haben wir auch eingeladen und dann werden wir zusammen halt ein bisschen auch unsere Unit-Tests für Joomla halt optimieren, verbessern und eine gute Basis schaffen für die nächsten Version. Das heißt, da arbeiten wir auch dran. Ja. Wir werden vielleicht nicht alle packen in 4 Tagen, aber wir versuchen das Beste. Ja. Und dann auch ein guter Tipp, was mir auch viel geholfen hat, einfach mal in andere Entwicklungen reinzuschauen. Also mal einfach gucken, gute Erweiterungen runterladen, die auch gut bewertet, die gut stabil laufen und mal reingucken, was hat der Entwickler sich dabei gedacht, warum hat er das gemacht, durchlaufen, mal debuggen, gucken, was er da aufruft und so. Hilft schon viel und dann, man lernt man auch viel. Also viele Sachen kann man quasi auch übertragen im Grunde. Also sind coole Sachen da. Also man muss nicht immer alles neu selbst erfinden. Man kann auch viele Sachen übernehmen. Jetzt noch 2 Punkte, die sind auch sehr cool und dafür lohnt sich auch diese Idee. Fink würde ich jedem empfehlen, das ist eine geile Sache. Das ist so ein Bildsystem, den man mit einem Klick zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel Komponente schreibe, Frontend, Backend und die ganzen Dateien sind ja voll verteilt, Language-Ordner und bla bla bla. Und dann habe ich so eine XML-Datei, wie nennt man das? Ja, die XML-Datei. Die Bilddatei habe ich dann geschrieben, extra einmal, die erstellt man nur einmal. Da hat man zum Beispiel auch Felder, in denen man die Versionsnummer setzen kann. Und dann klickt man einfach einen Klick drauf, Rechtsklick, Build. Und der Fink schmeißt sich an, sammelt die alle Dateien, die überall verstreut sind, zieht sie rüber. Ich habe so einen speziellen Ordner, wo ich die ganzen Zwischenversionen reinziehe. Und macht gleichzeitig auch die ZIP-Datei. Das heißt, und die GZIP erstelle ich auch. Und dann habe ich mit einem Klick eine fertige Installationsdatei. Ich muss nichts mehr dran ändern, gar nichts. Das heißt, ich programmiere, alles fertig, läuft super gut, alles klasse, mache einen Klick drauf, fertig, Installationsdatei fertig, lade ich hoch, gebe ich frei, fertig. Und früher war das immer so ein Hin- und Herziehen, dann vergisst man eine Datei, da muss man schnell ein Update machen. Und so. Und jetzt machen wir einen Klick und alles ist sauber und läuft richtig gut. Also das würde ich 100% jedem empfehlen. Macht das, schaut es euch an, ist wirklich sehr einfach. Und es gibt auch verschiedene Vorlagen. Es gibt sogar für Joomla, glaube ich, es gibt sogar für Plugins und Module gibt es auch Vorlagen im Internet, auch bei uns in der Dokumentation. Oder ich habe auch welche, wenn ihr welche braucht, könnt ihr mich ansprechen später. CodeSniffer ist sehr wichtig, vor allem wenn man auch wirklich dann ein bisschen professionalisiert sich, wenn man zum Beispiel zum Core was beiträgt, dann muss man sich an den Code-Standard von Joomla halten. Und mit CodeSniffer ist er sehr einfach, also er stellt auch bestimmte Regeln zur Verfügung und wenn man zum Beispiel beim Programmieren, wird ja in Echtzeit dann angezeigt, okay, das ist zum Beispiel schlechter Code oder wie auch immer. Oder hier hast du einen falschen Absatz gemacht. Oder hier fehlt ein Leerzeichen. Also da bekommt man so einen konsistenten Code, den man auch teilen kann und andere können auch damit arbeiten. Und das ist auch sehr wichtig und auch sehr einfach mit in PHP Storm zu implementieren. Und das Coole ist ja, dass dafür gibt es auch, kennt ihr das Auto-Formatierung? Die Auto-Formatierung von PHP Storm? Der dann schön sauberen Code aufsetzt. Und genau da auf PHP Storm gibt es die Joomla-Vorlage, gibt es auch als Vorlage für diese Autoformatierung. Das heißt, wenn man es geschrieben hat, dann autoformatiert den Code, dann wird nach den Joomla-Regeln, nach dem CodeSniffer-Regeln, wird der Code formatiert. Das ist sehr, sehr gut, sehr praktisch, wenn man zum Beispiel wirklich auch Core-Contributions macht und irgendwie Pull-Requests macht, dann hat man die richtige Struktur schon mal. Also Code-Style wird nicht mehr, aber der Code selber kann ja noch nicht gut sein, aber CodeSniffer hat man auf jeden Fall abgedeckt. Das ist schon mal was. Den Punkt wollte ich eigentlich auslassen, aber Geld verdienen. Ich meine, wir arbeiten, wir verdienen ja auch Geld damit. Ich wusste nicht genau, wie ich da rangehen soll. Also ich zum Beispiel habe ja kostenlose Erweiterungen. Man verdient im Grunde dadurch, dass man die Popularität steigert mit kostenlosen Sachen. Und dadurch bekommen wir auch viele Aufträge. Also bei mir ist es so, ich habe mit der Zeit durch mein Projekt viel Popularität gewonnen und dadurch habe ich sehr, sehr viele Anfragen gehabt und sehr viele Sachen halt als selbstständiger gemachte Webentwickler. Also mit den Erweiterungen selber habe ich nicht wirklich was verdient, aber dadurch habe ich halt die Bekanntheit gehabt, den Bekanntheitsgrad steigern können und um gute Sachen zu bekommen, gute Projekte, größere Sachen. Spenden, das ist jetzt ein kleiner Tipp von mir, Trick. Normale Spenden, wenn man so einen Button einbaut auf der Website, vergesst es. Also damit macht ihr kein Geld. Man muss den User aktiv auffordern.
Das hat er wieder von Westen lange gemacht, dann hat er es ja umgestellt. Und ich habe sowas Ähnliches bei mir auch eingebaut, so einen kleinen Hinweisbox. Bitte unterstützt die weitere freie Verfügbarkeit oder wie auch immer, oder die Weiterentwicklung. Und das ist gut, das läuft gut. Und es gibt viele Leute, die unterstützen. Also wenn man sie darauf hinweist, okay, du kannst kostenlos nutzen, du hast keine Einschränkungen, dann viele spenden auch. Also sowas könnte man sich überlegen. Also dadurch kann man wirklich mehr als die Hostingkosten ausgleichen oder wie auch immer. Oder man kann sich überlegen, zum Beispiel, was ich auch jetzt in meinem freien Projekt mache, zum Beispiel für Support, also Support-Subscription zu verkaufen und dadurch halt ein bisschen was reinzubekommen. Das kommt, also bis jetzt war es immer ganz gut, aber es gibt natürlich auch User, die wirklich dann so ein kleines Paket holen und dich mit Fragen bombardieren und so. Da muss man gucken, ob es der Zeitaufwand sich rechnet oder nicht. Aber normalerweise ist es eigentlich ganz okay, um wenigstens die Zeit, die man da investiert, irgendwie ein bisschen zurückzubekommen. Bei kommerziellen Erweiterungen, da bin ich noch nicht so. Bestimmt sitzen hier, haben wir vielleicht ein paar, die kommerzielle Erweiterung schreiben. Oder 5 Euro ist auch kommerziell, ja, richtig. Nee, aber da hat man halt natürlich diesen, also was mich immer davor gescheut hatte, war dieser Anspruch der Benutzer. Also wenn ich zum Beispiel kommerziell stelle, dann muss ich Support innerhalb von einer Stunde geben oder was weiß ich was. Die haben ja so ein Anspruchsdenken dann regelmäßige Updates fahren. Und so weiter. Und dann hat man noch Probleme, irgendwie werden die Erweiterungen dann weitergegeben oder irgendwo online gestellt, da muss man gucken, ob man dahinter kommt und so. Weil laut Lizenz dürfen das ja, also ich muss ja nach GPL-Lizenz gehen und dann... von daher funktioniert das jetzt. Ja, eigentlich ist es das Modell, man verkauft nicht die Erweiterung, sondern man verkauft den Service dahinter. Richtig, man verkauft die Erweiterung zwar nicht, aber man verkauft im Grunde die 6 Monate Zugriff auf neue Updates und auf Support oder wie auch immer Anfragemöglichkeiten. Aber jeder muss für sich selber entscheiden. Also für mich war es nicht die Lösung, für mich war immer diese kostenlose, weil der Open-Source-Gedanke war wichtig. Ich meine, ich profitiere auch mit so vielen Programmen, so viel Software damit und dann tut es mir auch nicht weh, was zurückzugeben und ich mache das auch gerne und deshalb, so kommerzielle Erweiterung kam für mich nie in Frage. Vielleicht kommt es ja noch gerade, wenn das Geld knapp wird. Der Punkt ist auch für mich sehr wichtig gewesen und da habe ich wirklich sehr viel gelernt und auch sehr viel gesehen und viele Freunde gefunden und mit denen ich wirklich auch super zusammen bin. Feedback und Diskussion und Kritik. Beim Feedback natürlich wichtig, Feedback zu bekommen. Leider bekommt man nicht so viel Feedback, wie man sich wünscht. Vor allem beim Testen lassen kommt sehr wenig zurück. Also man muss wirklich die Leute anspornen. Jetzt komm, guck dir das mal an. So. Aber was für mich wichtig war, ich hatte einen Mentor gehabt. Also als ich angefangen habe, wo ich noch nicht so fit war, wo ich nicht statt Joomla-Klassen irgendwie was selber gestrickt habe, irgendwelche Variablen und Schleifen und wie auch immer. Und da habe ich einen guten Mann gehabt, der mir wirklich auch auf die Sprünge geholfen hat und der mir auch wirklich ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und mir Sachen gezeigt hat und mich halt angesprochen hat, komm, jetzt nutzen wir mehr das Framework oder hab keine Angst, Code zu löschen oder Code zu überarbeiten. Refactoring, das ist wichtig. Halt nicht am alten Code fest. Irgendwann stinkt er auch. Das war für mich wichtig und sowas jemanden zu haben, also dass man Kritik halt auch annimmt. Also oft ist es ja auch so, dass man irgendwie gleich blockt und sowas, aber ich habe auch viele Situationen gehabt, wo ich sage, okay, ich sehe es ganz anders und so. Aber man muss halt gucken und wirklich recherchieren und man auch andere Ansichten und Denkweisen bekommen. Und das war ganz wichtig. Also Diskussionen führen, also mit guten Entwicklern vielleicht, zum Beispiel würde ich auch Google Dev Group, da haben wir gute, viele vom Production Leadership Team, viele Leute, mit denen kann man richtig gut und diskutieren, vielleicht auch im Skype mal einklinken oder Foren sind, naja, wisst ihr selber, wie die sind. Die meide ich in letzter Zeit auch komplett, weil, naja, das sind nicht die Leute, mit denen man zu tun haben möchte. Also als Entwickler, zum Entwickler. Bringen Sie, ja, da gibt es eher so Bashing und ich bin besser und du bist nicht und so. Das brauchen wir nicht. Und Kritik annehmen und zur Verbesserung, zur eigenen Verbesserung, zum Ansporn nutzen. Also umwandeln in positive Energie. Wenn man damit zurechtkommt. Also das ist ein wichtiger Punkt für mich auch in meiner Entwicklung gewesen und will ich auch jedem empfehlen, auch die Diskussion zu suchen, also die Kommunikation mit anderen Entwicklern. Ja, soweit sind wir durch. Viel Spaß. Vielen Dank.